begrüßt zum heutigen Online-Workout. Ja, ich will dich bewegen. Also heute doch wieder, beim letzten Mal war ich ja etwas faul. Ja, klick doch mal hier oben auf die Infokarte, wenn du es dir nochmal angucken willst. Aber heute, wie gesagt, wollen wir uns bewegen. Ich will dich einladen zum Sockensport. Ja, und zusätzlich gibt es noch ein paar Specials und so. Aber der Kern dieses Workouts ist Sockensport. Du brauchst also Socken. Also ran an die Sockenschublade. Zwei Socken brauchst du und noch ein drittes Paar. Das dritte Paar sollte möglichst lang sein. Das wäre gut für das, was wir so heute vorhaben. Also möglichst lang. Ja. Und dann gibt es verschiedene Sockenübungen, die ich hier mit dir vorhabe. Also, auf geht's, aber vorher machen wir uns natürlich etwas warm. Das Warm-up. Zunächst einmal sollten wir die Kleidung entfernen, die so ein bisschen uns beim Bewegen hindert. Und dann kann es schon losgehen. Wir machen es mal wieder so schön, dass wir unsere Hände reiben. Falls es morgens ist, das ist ja immer das Verrückte bei den Online-Videos. Ich weiß ja nie genau, wann du sie anschaust und wann du sie machst. Meistens wahrscheinlich morgens. Deswegen die Hände schön reiben, hast du ja bestimmt die ganze Zeit getan. Das ist auch schon gleichzeitig eine Aufwärmeübung, wenn du die Hände dabei schön kräftig zusammendrückst. Dann sind sie schön warm, dann legst du dir mal ins Gesicht. Oh, deshalb morgens. Das morgens besonders schön ist. Dann kannst du mal leicht dein Gesicht ein wenig massieren. Es hilft dir, dich bereit zu machen für das, was leicht kommt. Und dann so ein bisschen nach außen und nach den Ohren hinweg zu streifen. Alle Müdigkeit raus. Und wenn du schon mal hier oben bist, dann kannst du auch gleich mal durch deinen Nacken nochmal durchkneten. Sich selbst massieren, das ist immer wunderbar. Einfach mal richtig schön die Anspannung da oben raus. Massieren und ausschleifen und ausschütteln. So. Schütteln, du bekommst schon mit. Also ich bin ganz großer Schüttelfan. Du kannst dich gar nicht oft genug schütteln. Dann können sich gar keine Anspannung sammeln. Und drehen. Auch flexibel sein, das ist immer gut. Das ist so eine Sache, das kannst du immer wieder zwischendurch machen. Ist einfach gut und du fühlst dich einfach besser. Gut. Ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Auch eine Übung, die hast du schon öfter gesehen, die finde ich besonders gut, deswegen machen wir sie einfach wieder. Hände unten zusammen. Oben einmal die Finger miteinander verschränken und so ein bisschen hoch und runter gehen. Dabei unten die Ellenbogen möglichst zusammenlassen. Ist schon dafür die Handgelenke. Bisschen hin und her. Schön warm machen. Gut. Wir brauchen heute die Handgelenke, deswegen gehe ich ganz besonders auf die Handgelenke an dieser Stelle ein. Deswegen auch nach vorne strecken den Arm. Mit der unteren Hand greifen und die Hand so langsam zu dir hinziehen. Also ein Aufwärmen, Dehnen, nicht zu lange, immer so leicht, ein bisschen dynamisch, ruhig. Das Ganze nach oben. Mit der anderen Hand auch. Erst nach unten. Zu dir hinziehen. Nach oben. Und so wieder zu dir hindehnen. Leichtes Andehnen, dynamisches. Dann werden die Muskeln schön wach. Dann machen wir einfach mal 10 Hopser. Ziehen die Knie so hoch, wie es geht. Bist du bereit? 10 Stück. Auf geht's. Mit Countdown dabei. Und auf die Plätze. Fertig. Los geht's. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Verschnaufen, atmen. Sehr schön. Dann nehmen wir wieder die Hände und versuchen mal an die Decke zu greifen. So hoch wie es geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Reicht. Jetzt machen wir nochmal was. Wir springen wieder. Dann sind wir auch schon echt genug warm. Der Rest kommt gleich beim Tun. 10 Mal wieder Countdown. Fersen an Popo. Okay, bereit? Also beide. Das heißt, du musst automatisch springen, sonst wird es nicht funktionieren. Oder du musst mir den Trick mal zeigen, dann schick mal ein Video rüber. Gut, okay. 10 Stück. An Popo dran. Und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, es war gar kein Countdown. Egal. Peng.
Warm. Du benötigst nun eine deiner Socken. Vielleicht hast du sie vorhin schon vorbereitet, ansonsten Video jetzt pausieren. Gut, du hast die Socke. Davon gehe ich jetzt aus. Diese Socke, da kann man alles Mögliche mit machen. Man kann schon mal einfach anfangen, sie sich zuzuwerfen. Ohne sie dabei fallen zu lassen. Das ist manchmal schon anspruchsvoll genug, fast schon, ne? Ja, aber wir wollen ja auch besser werden und die Herausforderung steigern. Was auch mir fällt mal so eine Socke hin, von daher gib nicht auf. Hab Spaß am Bewegen. Gut. Okay, wird irgendwann langweilig, deswegen geht es der Ganze natürlich weiter. Generell beim Jonglieren. Keine Sorge, ich will gar nicht richtig jonglieren, weil du hast ja auch nur, obwohl doch, wir hätten drei paar Socken. Na egal. Jonglieren ist die Kunst des Werfens und nicht die Kunst des Fangens, hat einmal Felix Feldmann gesagt. Ja, ein Jongleur, den ich immer wieder nur toll empfehlen kann, weil der ist super, der ist nicht nur nett und so, der kann es auch noch sehr toll jonglieren. Gut, der hat aber gesagt, die Kunst des Werfens und nicht des Fangens. Soll heißen, wenn ich jongliere, will ich gezielt in meine Hand reinwerfen. Stellt euch mal vor, eure Hand ist fest. Fest an eurem Körper dran. So, und da werfen wir jetzt hinein. Mit der anderen Hand. So eine kleine Schwungbewegung dabei. Und wir versuchen genau gezielt hierhin und nicht zu fangen und auszugleichen, sondern die Hand an der Stelle zu lassen. Wupp. Na gut, fast. Und da können wir dann ja besser werden. Und jetzt können wir es auch so machen, dass wir es abwechselnd machen. Dann müssen wir nicht immer nur die eine Seite trainieren. Das heißt, jetzt ist die andere Hand, bei mir ist es die rechte jetzt fest. Passt. Und das Ziel ist es dabei, möglichst genau zu werfen. Die eine Hand bleibt stehen, die andere bewegt sich. Und das immer abwechselnd. Sehr gute Übung. Kannst du noch mal ein bisschen weitermachen und so ein bisschen zu üben und zu trainieren. Wenn du willst, kannst du auch das Video mal auf Pause machen und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und immer genau schön ordentlich reinwerfen. Zeit nehmen dabei, nicht unter Druck setzen. Peng. Super. Die nächste Übung mit einem Sockel. Das wird jetzt ein bisschen spaßiger. Wir werfen die Socke hoch. Das ist schon mal einfach. Dann drehen wir uns im Kreis und fangen die Socke wieder auf. Okay, alles klar, wir probieren es mal. Jetzt geht es folgendermaßen. Hochwerfen, drehen und... Funktioniert nicht. Gut, also nächster Versuch. Wir wollen die Socke hochwerfen, uns im Kreis drehen und dann wieder auffangen. Mal schauen, ob das funktionieren kann. Okay, und hepp. Nächste Übung. Wir wollen die Socke hochwerfen und zu einem Kreis drehen dann und dann die Socke wieder auffangen. Versuchen wir es einfach mal. Hopp. Die nächste Übung. Wir wollen die Socke hochwerfen, eine Pirouette machen, also uns im Kreis drehen und dann die Socke wieder auffangen. Versuchen wir es einfach mal. Und hopp. Okay. Die nächste Übung. Jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir wollen versuchen, die Socke hochzuwerfen, uns im Kreis zu drehen und sie dann wieder aufzufangen. Okay, der Versuch ist schon Sport genug. Okay, auf geht's. Hoch und drehen. Hoch und... Mann! Okay, wir wollen die Socke hochwerfen, uns im Kreis drehen und sie dann wieder auffangen. Versuchen wir es mal. Auf geht's. Hepp. Okay, und das Ganze können wir dann auch anders kontrollieren. Hochwerfen, im Kreis drehen, wieder auffangen. Hepp. Okay, üben wir es, immer dranbleiben, immer wieder versuchen. Wie viele von 10 schaffst du? Zack, geschafft, okay. Hepp. Zack, geschafft, okay. Hepp. Hopp. Man kann auch immer besser werden. Wichtig ist gar nicht dabei, ob du sie fängst. Wichtig ist dabei, dass du dich drehst und es versuchst. Geh in die Decke, dann kommst du schneller wieder runter. Hüpp. Getrickst. Okay. Hüpp. Ha, geschafft. Hüpp. Oh, nicht geschafft.
Also, ich erkenne bei mir eine Richtung, die besser funktioniert. Gucken, wie es bei dir ist. Und funktioniert. Gut. Okay. Soweit zu dieser Übung. Du kannst das Video hier pausieren. Mach so lange, wie du willst. Dranbleiben, 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 drehen und versuchen wieder aufzufangen. Yeah. Wir beginnen mit der nächsten Übung. Wir brauchen dazu unseren einen Socken. Übungen mit einem Socken. Wir machen es jetzt so. Wir wollen den Socken hinter uns werfen. Klingt erstmal leicht, ist es auch. Wenn wir nicht versuchen wollen würden, ihn mit der anderen Hand wieder aufzufangen. So ein bisschen Kontrolle hinterm eigenen Rücken üben. Das heißt, wir werfen rüber. Berührt habe ich sie, aber nicht gefangen. Und das ist das Ziel. Also, zack, yeah. Die andere Hand, wir werfen den Socken. Wir können natürlich auch einfach ein bisschen schummeln. Wie gesagt, klappt bei mir nicht immer. Ich zeig dir gerne, es muss nicht immer funktionieren. Du kannst auch mal ein bisschen schummeln und übergeben. Du kannst aber auch mutiger werden. Ein bisschen mehr schmeißen dabei. Hey, jetzt mit derselben Hand nach vorne holen. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, den Socken rüber zu werfen und die andere Hand zu finden, so ein bisschen. Wo kann ich sie denn finden? So zum Beispiel nicht. Das ist ja, eigentlich geht es ja darum, die Bewegung des Aufhebens zu trainieren. Als ich angefangen habe mit Jonglieren, ich bin echt kein guter Jongleur, aber mit drei Bällen kriege ich es hin, außer ich habe Stäbe oder Poi oder sowas in die Hand. Oh, dazu kommen wir übrigens gleich noch später, zu Poi. Deswegen habe ich schönen Muskelkater immer vom Aufheben gehabt. Eine schöne Übung beim Aufheben. Also es ist gar nicht so wichtig, dass du fängst. Schon wieder dieselbe Hand. Ist gar nicht wichtig, dass du fängst, sondern dass du einfach versuchst, da dran zu bleiben. Und dann ist es schon Sport genug. Hup, ne? Runterfallen, egal. Und irgendwann klappt es dann mal, dass du dann sie fängst. Probier es einfach so ein bisschen für dich aus. Also, dranbleiben, schmeißen. Ja, das wäre wieder dieselbe Hand gewesen. Wollte ich aber gar nicht. Egal. Und aufheben, auch gut. Und vielleicht klappt es ja bei dir sogar besser. Von daher sag mir doch mal, wie viele von 10 hast du geschafft, die wieder aufzufangen hier. Würde mich freuen. Kannst kommentieren. Es geht weiter mit unserem Sockensport. Wir haben immer noch einen Socken. Ich rolle ihn gerade bei mir nochmal zusammen, damit er nicht so sich völlig deformiert. Gut, sieht wieder schön aus. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir fangen an mit der rechten Hand. Erst unterm rechten Bein durch und wieder mit der rechten Hand fangen. Dann unterm linken Bein durch und auch wieder mit der rechten Hand fangen. Also nochmal rechts unterm rechten Bein durch, unterm linken Bein durch und immer wieder fangen. Unterm rechten Bein, unterm linken Bein und fangen. Das Ganze machen wir jetzt mit der linken Hand. Erst unterm linken Bein durch und fangen, unterm rechten Bein durch und fangen. Unterm linken Bein durch und fangen, unterm rechten Bein durch und fangen. Gut. Okay, nochmal. Muss ja klappen. Ja, so sieht's aus. Mach das für dich ein paar Mal. Und wenn du Lust hast, danach, oder wenn du jetzt schon bereit bist, machst du einfach weiter. Ansonsten hast du das Video wahrscheinlich pausiert. Den Trick kennst du ja jetzt. Machen wir so. Mit der rechten Hand werfen, mit der linken Hand fangen. Und jetzt mit der linken, unterm linken Bein durch, mit der rechten Hand fangen. Und dann kannst du das immer abwechselnd machen. Und dabei immer wieder mal nicht vergessen, fallen zu lassen, damit du immer wieder schön diese Bewegung trainierst. Ist wichtig, fallen lassen, ganz wichtig. So, ne? Fallen lassen, ist wichtig. Hep. 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 Fallen lassen. Fallen lassen ist ein ganz wichtiger Teil des Trainings. Du machst das super. Soweit zu dieser Übung. Wir brauchen alle Socken. Also die beiden ungefähr gleichen. Und die beiden etwas längeren. Also die beiden. Ja, die beiden und die beiden. Genau. Ein paar Socken, was etwas länger ist, und noch zwei andere Paare, die wir dann hineinstecken. So, das kannst du einmal bis zum Ende schieben. Ganz unten. Dann hast du da so ein komisches Ding hier. Das machen wir mit dem anderen auch. Ja, vielleicht erahnst du schon, worum es geht. Denn was wir jetzt haben, sind
Poi. Weißt du, was Poi sind? Naja, die kommen aus Neuseeland. Sind Poi erfunden worden. Manche Menschen sagen immer noch Pois dazu. Das ist nicht aus den Köpfen rauszukriegen. Das ist so wie mit Kaktus und Kakteen oder ähnlich. Weil Kaktus heißen nicht Kaktusse und Poi heißen nicht Pois. Nein, die Mehrzahl von Poi ist Poi. Egal, Klugscheißer-Modus ausgestellt. Das hier sind Poi. Kommen, wie gesagt, aus Neuseeland. Da werden sie oftmals zu Tänzen oder so weiter verwendet. Da gibt es auch lustige Videos. Kann ich mal unten eins verlinken, wenn es dich mehr interessiert, was so, wie das bei den Maoris aussah. Ja, also, ich will dir verschiedene Tricks zeigen mit Poi, die du jetzt gebaut hast. Los geht's. Beginnen wir zunächst von Anfang an, also mit den Grundlagen des Poi-Spiels. Dazu benötigen wir eigentlich nur einen Poi erstmal. Den anderen legen wir uns vor uns hin, wie so eine Linie. Vielleicht hast du auch eine schöne Teppichkante oder dergleichen. Oder tatsächlich eine Wand. Denn auch die ist wunderbar geeignet für die Vorübungen. Es gibt drei Ebenen beim Poi-Spielen, in denen wir uns bewegen. Und die mag ich dir mal vorstellen. Die drei Ebenen des Poi-Spiels. Das erste ist die Ebene, wenn du den Poi vor dir so liegen hast wie eine Linie oder die Teppichkante. Dann ist das wie die Wallplane, also wie, als würden wir vor einer Wand stehen. Ich zeig's mal eben, ich drehe dir mal den Rücken zu. So, das heißt, mein Poi dreht sich vor mir an der Wand. Immer so, ich stelle mir vor, dass er 5 cm weg ist überall und nirgendwo die Wand berührt. Ja, damit du mir besser überfolgen kannst, stelle ich mich wieder so hin, dass du mich siehst. So, der Poi dreht sich also vor mir. Das ist wie der Propeller an dem Bauchnabel. Also die Wallplane vor der Wand. Gut, die nächste Ebene ist die Sideplane. Da drehen wir den mal so rüber, das sogenannte Plane Bending, rübergedreht. So, und jetzt ist es, als hätten wir den Propeller an der Hüfte befestigt. Oder natürlich auch hier oben, eigentlich alle Ebenen gelten da gleich. Aber es ist immer so schön, als würden wir hier neben einer Wand stehen. Wenn wir jetzt so einen schmalen Gang hätten, dann könnten wir mit beiden Poi spielen und würden rechts und links die Wände nicht berühren. Genau, auch hier kannst du wieder die Wand nutzen oder eben deine Linie da unten. So, und schauen, dass überall so 5 cm Platz sind. Also so ist es die Sideplane, drehe ich mich ein. Es ist die Wallplane. Sideplane, Wallplane. Ja, und meinen Körper habe ich jetzt zum Poi gedreht. Gut. Okay, das war die zweite Ebene. Die Sideplane gibt es natürlich auf der Seite, sowie auf der Seite. Das ist immer dieselbe Ebene. Gut, Wallplane gibt es übrigens auch vorm Körper oder hinterm Körper. Ja. Gut, und es gibt noch eine Ebene, die horizontale Ebene, die Horizontal Plane. Die kannst du entweder hier oben spielen oder hier unten vorm Körper. Die Horizontal Plane. Die drei Ebenen gibt es beim Poi-Spielen. Und die drei Ebenen sind von daher ziemlich wichtig, weil die helfen dir später, dass sich deine Poi nicht total verhaken, genau. Also wenn die sich so verhaken, dann bist du meistens nicht in den Ebenen sauber gewesen. Deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn du Poi-Spielen üben willst, mit all den ganzen Tricks, die es da so gibt, dass du die Ebenen sauber spielst und dann auch sauber wieder aus den Ebenen rausgehst. Und genau, dann funktioniert das besser, ohne dass du dich triffst. Drei Ebenen des Poi-Spiels. Es gibt aber noch mehr als die drei Ebenen. Es gibt Vorwärtsspielen und es gibt Rückwärtsspielen. Wie gesagt, bevor du dich total verhaust, leg immer den einen Poi erst zur Seite, den anderen Poi zur Seite, mach's erstmal nur mit einem. Ja, also, Vorwärtsspielen. Manchmal ist nicht ganz klar, spiele ich eigentlich gerade vorwärts oder spiele ich gerade rückwärts. Eigentlich ist es relativ einfach. Wenn du beim Rückwärtsspielen, dann haust du dir auf den Kopf. Wenn du dir auf den Kopf haust, weißt du also, okay, alles klar, geht rückwärts das Ding. So, Pock, ja, ist rückwärts, alles da. Wenn du vorwärts spielst, dann, Vorsicht Jungs, dann haust du dir zwischen die Beine damit. Und dann weißt du ganz genau, alles klar, wenn du dir zwischen die Beine haust, dann bist du gerade am Vorwärtsspielen. So kann man sich das so ein bisschen merken. Okay, also vorwärts und rückwärts gibt es beides. Ja, in verschiedenen Ebenen kann ich vorwärts und rückwärts spielen. Gemerkt. Dann kommen wir endlich zum zweiten Poi. Wir sind immer noch bei den Grundlagen des Poi-Spiels. Wir können mit beiden Poi vorwärts spielen. Wir können mit beiden Poi rückwärts spielen.
Beides mal übrigens in der Sideplane. Wir können in der Wallplane spielen. Vorwärts oder rückwärts. Geht auch. Wir können aber auch mit dem Poi gleichzeitig spielen oder versetzt. Geht auch beides. Soll heißen, versetzt ist so, wenn du, also andersrum, gleichzeitig, wenn du gleichzeitig spielst, hast du immer gleichzeitig auf den Boden. Eins, 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 eins. Wenn du versetzt spielst, hast du abwechselnd auf dem Boden. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das ist dann versetzt. Gut. Und das sind so die Grundlagen, die du für die verschiedenen Tricks brauchst, die wir noch so machen können. Jawohl. Der erste Poi-Trick. Wir spielen vorwärts und zwar gleichzeitig. Und dann machen wir so, wir kreuzen die Poi einmal vorne und gehen dann wieder auseinander. Okay, spiel lieber langsam. Langsam ist immer besser. Denn wer langsam spielen kann, kann auch schnell spielen. Aber nicht wer schnell spielen kann, kann auch unbedingt langsam spielen. Dann bist du sauberer. Also langsam und dann einmal kreuzen. Dabei sind sie nicht genau gleichzeitig, weil dann würdest du dich verhaken. Da ist ein Poi immer ein bisschen schneller als der andere. Das bestimmst du so ein bisschen dadurch, dass eine Hand oben ist und die andere unten. Bei mir ist jetzt die linke Hand zum Beispiel unten, aber ich kann auch tauschen, jetzt die rechte. Sowieso, wenn ich Crossing Point spiele, ist es schön immer zu wechseln. Einmal rechts oben, einmal links oben, einmal rechts oben, einmal links oben, einmal rechts oben und so weiter. Der Crossing Point. Dabei ist es am besten schön, wenn du es dann auch mal versuchst, die Poi rechts und links stehen zu lassen. Und zu gucken, okay, halt, kann ich die Ebenen eigentlich so sauber halten. Wenn das klappt, wunderbar. Wenn nicht, wenn alles gar nicht klappt, weil du dich jetzt nur noch haust, leg einen Poi weg. Mach's wieder nur mit einem. Und sei lieb zu deiner schwachen Hand. Trainiere die am meisten und dann wird es auch klappen. Gut. Also, drehen ist immer schön. Wir wollen also von der Seite auf die andere Seite. Da stehen lassen. Und wieder zurück und da stehen lassen. Hier können wir mal die Hand wechseln, weiterdrehen. Auf die andere Seite gehen und hier stehen lassen. Wieder zurück. Und so kannst du das üben, bis es mit beiden Händen wunderbar klappt. Der Crossing Point. Rechts, links, immer abwechseln. Schön langsam. Flupp. Der nächste Trick ist der Butterfly. Gerade schon mal gespielt. Den gibt es in gleichzeitig, also in Same Time. Oder in versetzt, in Split Time. Okay, wie funktioniert das? Eins nach dem anderen. Wir beginnen am besten in der Sideplane und spielen versetzt. Ich finde den Einstieg einfacher. Du könntest eigentlich auch gleichzeitig einsteigen, aber Same Time spielend. Und dann machen wir das sogenannte Plane Bending. Wir brechen also die Ebene und schieben sie nach vorne rein. Zack. Ja, so ist es gedacht. Ist am Anfang nicht ganz so leicht, ich weiß. Du kannst es ja wieder mal mit einem versuchen. Du machst ja eigentlich nichts anderes, als diesen einen so nach vorne in die Mitte zu drehen. Drehen, zack. Und dann ist er da. Vorwärts spielend. Das machen wir hier auch. Geht auch rückwärts. So. Und so drehst du ihn rein. Und wenn das klappt, mit beiden Händen, na, dann machst du es versetzt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und drehst beide vorne in die Mitte zusammen. Und dann hast du sie vor dir. Das Ziel ist dabei, die Hände möglichst nah zusammenzunehmen und versetzt zu spielen. Schön. Und Same Time kannst du dann auch switchen in Same Time. Ja, vor dem Körper, also so nach vorne zusammenführen.
gleichzeitig. Das funktioniert übrigens dadurch, um nochmal ein paar Geheimnisse zu zeigen, falls es nicht funktioniert. Bei Point darfst du am Anfang echt nicht frustriert sein, also darf man schon, aber bringt nur nichts. Wenn ich mache es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Die eine Hand ist ein bisschen weiter vorne, also vor allem der eine Poi. Weil wenn sie so gleichzeitig wirklich genau auf derselben Ebene wären, dann wird das passieren. Dann hauen sie nämlich aneinander. Von daher immer so ein bisschen versetzt. So funktioniert's. Und dann kannst du irgendwann besser werden, kannst sogar mal versuchen, mit einer Hand das zu spielen. Ist genau dasselbe, nur ein bisschen anders. Ja, also bei diesem Trick kann man wirklich nach und nach viel mehr machen. Da gibt es auch unglaublich viele Variationen. Nur mal einen hinter den Rücken nehmen. Oder dann, wenn du Lust hast, kannst du dir mal über die Haare streichen dabei und wieder reinnehmen den Poi. Also es gibt da echt viele Übungen, wo du wirklich richtig gut werden kannst, wenn du dir viel Zeit nimmst dabei. Bei Poi braucht man Geduld. Gut, so weit zu diesen. Thread the Needle ist eine andere Variante davon. Wenn du mehr wissen willst dazu, schreib es mir wieder mal und ich baue es beim nächsten Mal mit ein. Ich freue mich über Rückmeldungen, ob ihr mehr Poi-Tricks haben wollt. Poi-Tricks gibt es echt richtig, richtig viele. Und wenn du mal einen Lieblings-Poi-Trick lernen willst, melde dich bei mir. Ich kann sie dir zeigen. Ja, also es gibt echt eine ganze Menge, die wirklich viel Spaß machen. Ich habe dir Special-Übungen versprochen. Heute geht es um eine Kraft- und Körperspannungsübung, die ich dir zeigen will, die ich dir gerne mitgeben mag, an der du mit Sicherheit etwas länger trainieren musst. Auch ich musste da relativ lange für trainieren. Aber sie ist cool und macht auf jeden Fall viel Freude und man fragt sich, wie geht denn das? Also folgendermaßen, wir brauchen beide Hände auf dem Boden, stützen uns im Bauch damit ab und versuchen, die Füße vom Boden abzuheben und dabei möglichst gerade zu bleiben wie ein Brett. Das ist die Übung. Aber zunächst Schritt für Schritt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt auf Anhieb bei dir sofort geklappt hat und du schön gerade warst wie ein Brett und dabei noch entspannt weiterreden konntest, ja, die ist relativ gering. Das ist mir natürlich bewusst. Was eine schöne Übung dafür ist, ja, du wirst es vielleicht ungern hören, ist natürlich der Stütz. Vielleicht sogar gerne, weil es gibt auch viele, die haben beim Stütz und Liegestütze echt Spaß. Also das Wichtige und Entscheidende ist, dass du hier steif bist wie ein Brett, dass du nicht durchhängst wie ein schlaffer Sack. Oder so in mehr so einen Buckelmodus reinkommst. Nein, das Wichtige ist, steif wie ein Brett. Körper spannen. Wenn ihr zu zweit seid, gibt es da eine gute Übung. Die kann ich jetzt schlecht leider vormachen, aber ich kann sie dir erklären. Wenn du auf dem Rücken liegst und jemand so nett ist, deine Fersen sanft anzuheben, passiert nicht das, sondern es würde, wie zeige ich dir das denn jetzt? Eigentlich, stell dir vor, meine Füße sind jetzt in der Luft, das hier passieren. Dass du hier nämlich schön durchgestreckt bist und der ganze Körper gerade ist. So kannst du das auch sehr schön üben. Das ist Körperspannung. Am besten die Hände dabei auch so hier haben, während jemand anders deine Fersen hochhebt. Das kannst du natürlich auch gut üben. Ich rutsche mal hier ein bisschen rüber. Ich habe hier nämlich so eine Couch stehen. So, indem du die Füße oben drauf legst. Oder weißt du was? Ich mache dir das nochmal richtig vor, weil diese Vorübung ist echt gut. Also bleib kurz dran. So, ich habe den Stuhl geholt, den wir für unsere Übung jetzt brauchen. Beide Fersen oben drauf. Und jetzt kannst du sehr schön nach oben gehen und hier die Spannung halten. So, Arme nach oben, so dass du wirklich nur mit den Schultern auf den Boden legst. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch ein paar Mal hoch und runter gehen. Pobacken ganz fest zusammen, dann hast du die Körperspannung schön gehalten. Und speicher das Gefühl, denn das brauchst du auf jeden Fall für die Übung. Stuhl wieder zur Seite. So, wir drehen uns wieder um. Ich beginne immer gerne im Vierfüßlerstand. Mache meine Hände ein bisschen weiter runter. Denn ich will sie ja mit den Ellenbogen will ich hier in den Bauch reindrücken. Es ist also sehr gut, dafür auch Bauchmuskeln zu haben. Denn die brauchst du in voller Anspannung für diese Übung.
Also es ist wirklich eine Übung, die ist ein Ziel. Wenn du sagst, so, ich trainiere das jetzt und in einem halben Jahr kann ich das, dann ist das gut, wenn du das regelmäßig trainierst. Also wenn du es öfter trainierst und richtig viel Ehrgeiz hast, schaffst du es natürlich auch schneller. Es liegt so ein bisschen mit an dir. Gut, so, und jetzt lehne ich mich so hier drauf. So, das ist schon mal ziemlich spannend. Da muss ich immer wieder gucken, okay, wie halte ich denn meine Hände? Manchmal ist es ein bisschen besser, die sogar bis zu mir hinzudrehen und dann zu versuchen, mich langsam vom Boden hochzuheben. Man kann es auch mal ein bisschen mitspielen, auch einfach nur kurz. Zu strampeln oder wie auch immer. Oder die Beine anzuziehen, das geht auch. Einfach mal so ein bisschen damit spielen. Gut. Ist eine schwere Übung. Ja, ist auf jeden Fall eine schwere Übung. Deswegen halte ich auch nicht zu lange damit auf und sei zu frustriert, wenn es überhaupt gar nicht klappt. Mach lieber ein paar Vorübungen dafür. Im Yoga gibt es etwas, es nennt sich die Krähe. Kennst du die Krähe? Die ist cool. Hände auf dem Boden. Kannst du mal ausprobieren. Probier immer für dich aus. Ich finde es ganz wichtig, was dein eigenes Gefühl dir sagt. Dir ist es besser, wenn du die Hände gespreizt hast, die Finger so ein bisschen auseinander oder zusammen. Probier mal aus, ob es einen Unterschied macht für dich bei der Übung. Dann guckst du, dass du mit den Ellbogen so ein bisschen hier genau zwischen bei Wade und Oberschenkel, da so auf der Hälfte so richtig die Beine dagegen drückst. Und dann versuchst du mal so ein bisschen Gleichgewicht zu finden und die Füße vom Boden abzuheben. Ist gut, dass wir die Handgelenke vorhin schön warm gemacht haben, weil du merkst schnell, dass so eine Übung, die geht gut auf die Handgelenke, je nachdem auch, was du am Boden hast. Möglichst weich ist immer das Beste. Zu weich natürlich auch nicht, dann sinkst du drin ein. So eine Yogamatte ist total cool. Oder so ein Teppich wie ich hier. Ja, und dann kannst du dich halten. Also schöne Halteübung, die Krähe. Langsam hinten den Bodenkontakt verlieren. Da kannst du ja auch mit Spielen ganz langsam machen. Das Gewicht immer weiter nach vorne. Ein bisschen aufpassen musst du. Vielleicht ist es bei dir schon passiert, dass du dann nicht nach vorne kippst. Kann aber auch lustig sein, wenn der Boden nicht zu hart ist. Gut, auch die Krähe ist eine wunderbare Übung für dieses Brett, was ich dir gerade gezeigt habe. Gut, also viel Spaß und viel Freude beim Üben. Ob beim Poi oder beim Üben des Bretts. Viel Spaß und viel Vergnügen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Und die einzige Empfehlung, die ich dir heute noch mal mitgeben mag, ist: Geh raus. Es ist Frühling. Lauft draußen, klettert auf Dinge draußen drauf rum. Das ist der beste Sport, den ihr machen könnt. Weiterhin der Alltagssport. Ich freue mich dennoch, wenn du bei meinen Workouts mitmachst. Ich freue mich auch über deine Wünsche und Ideen. Und die ich auf jeden Fall verspreche, dann gerne auch umzusetzen. Ja, genau. Rockt die Welt da draußen mit viel Energie. Haltet euch fit. Ich mach mit. Grüße.